Hallo, mein Name ist David Otto und ich möchte heute ein Magnetfeldtest machen mit zwei Kompassen. Und zwar bin ich ein Strahlenterroropfer in Deutschland und will dies damit beweisen, dass man auf mich mit elektromagnetischer Strahlung eingeht. Und zwar habe ich hier zwei Kompasse und eine angefangene Büchse Kupferspray, eine leere Büchse Mr. Brown, einen Aluminiumdeckel, ein Glasdeckel und ein normales Messer. Und zwar will ich heute zeigen, dass diese Gegenstände magnetisch aufgeladen sind, obwohl das gar nicht sein dürfte. Leider kenne ich mich in Physik nicht so gut aus. Ich habe auch schon ein paar Fragen im Internet gestellt, aber bisher habe ich noch keine Antworten dazu gekriegt. Und daher möchte ich diese Aufnahme vielleicht ein bisschen voreilig machen. Ich hoffe, aber ich denke mal, das ist okay so. So, ich nehme jetzt die Büchse Mr. Brown. Da ist nichts drin. Und halte diese an diesen Kompass. Die Nadel geht ein bisschen leichter. Da sieht man, was für ein Magnetfeld auf diese Büchse wirkt. Und jetzt zu diesem Kompass. Der geht ein bisschen langsamer, aber es funktioniert auch. Natürlich richtet er sich danach wieder nach Norden aus. Aber da sieht man mal, was für eine Kraft dort wirkt. Und ich denke mal, das ist nicht normal. So, jetzt nehme ich die Kupfersprühdose. Die wirkt immer noch am besten, wahrscheinlich wegen dem Volumen. Das geht auch noch mehreren Zentimeter Entfernung, wie man sehen kann. Ist die Büchse mindestens 5 cm entfernt. Kann man ohne Problem den ganzen Kompass, die ganze Nadel einmal komplett umdrehen. So, jetzt in dem anderen Kompass. Auch hier ist nichts an der Büchse. Sie wurde nicht geöffnet oder sonstiges. So, jetzt mit dem Blechdeckel. Er ist ein bisschen angeschlagen, aber das dürfte eigentlich nicht so schlimm sein. Deckel ist Deckel. Kann man nicht vorstellen, dass ein Deckel alleine so ein Magnetfeld hat.
So, jetzt an dem Kompass. Der geht natürlich ein bisschen schwerer, weil da eine andere Flüssigkeit drin ist. Nah hinsieht, kann man die Schwingung sehen. So, jetzt nochmal mit meiner kleinen Machete. Kleine Veränderung. Boah, meine Hand wird ein bisschen taub gerade. Dafür muss ich mich mal entschuldigen, aber ich bin kein Filmprofi. So, und hier sieht man das ja nicht mit dem. Da sind die Schwingungen zu schwach vom Messer. Na gut, das muss aber erstmal reichen. Ich hoffe, es reicht. Das Ganze soll bestätigen, dass ich ein Strahlenterroropfer bin. Danke fürs Zuhören und fürs Anschauen.